Hallo, 2012 war ein aufregendes Jahr. Auch auf meinem Kanal war einiges los. Lassen wir nun also das Jahr noch einmal Revue passieren. Mein Kampf gegen die Piratenpartei fand nie in Somalia statt, aber auch nie in Berlin. Wenn man die Piraten antreffen möchte, muss man ins Internet. Es ist ein Kampf, den ich sehr leidenschaftlich führe, weil er mir in der Sache so viel bedeutet. Brechen Sie auf, für Ihre Mission, den Bundestag zu entern? Dazu setzen Sie sich in Ihr Raumschiff Enterprise? Oder sollte ich besser sagen, Traumschiff Surprise? Denn da träumen Sie vor sich hin, wie die Erde wohl sein könnte, wenn Affen regieren würden. Und wenn der Künstler der Piratenpartei das hört, ist er erstmal heavy surprised und dann not amused und etwas später viel abused. Außerdem kam der Osterhase mit meinem neuen Lieblingsthema um die Ecke. Hallo, ich habe schon erwähnt, ich habe dieses Buch zu Ostern bekommen, wie ich es erwartet habe. Und es bereitet mir immer noch die gleiche Freude wie am Anfang, auch wenn gerade dieses Buch anregende Zweifel aufwirft. Dann stellt sich schon die Frage, ob Liberalismus und Kapitalismus oder Liberalismus und Marktwirtschaft wirklich so ein Dreamteam sind, wie das immer gerne dargestellt wird, oder ob man nicht eher sagen müsste, ja, eigentlich ist die Marktwirtschaft doch eher so etwas wie das kleinere Übel für Liberale. Es wirkt eben bedrohlich, wenn man merkt, wie viel Puritaner in der Gesellschaft steckt, wie viel Protestantismus und wie viel gemeinsam dadurch alle Menschen trotz ihrer politischen Meinungsverschiedenheiten haben. Wir wirken so gar nicht emanzipiert von der Religion. Was Max Weber an Benjamin Franklin so gut findet, ist, dass Benjamin Franklin die Religion von ihrem Gott befreit hat und von dem ganzen Tralala drumherum. Und das, was dann übrig geblieben ist, sagt Max Weber, das ist der Kapitalismus. Er hat einfach in diesem Text im Grunde, sagt er, die ganze Religion drinne, aber ohne Gott. Und dadurch, dass es keinen Bezug auf die Religion gibt, kann er an diesem Zitat gut ableiten, dass es tatsächlich diesen Zusammenhang gibt, den er aufzeigen möchte. Dadurch, dass Benjamin Franklin nicht einmal von Gott oder von Religion oder von Kirche redet, kann er im Grunde aufzeigen, dass da ein Zusammenhang besteht, ohne dass es von Benjamin Franklin beabsichtigt ist. Und Max Weber sagt dann im Grunde auch weiter, das war im Grunde der Grund, warum das Christentum seinen Siegeszug feiern konnte. Dadurch, dass es keinen Gott mehr gab und es keine Religion mehr war, konnte es als Kapitalismus auf der ganzen Welt sich ausbreiten und ja, im Grunde die ganze Welt infizieren. Aus eben diesem Grund fesselte mich das Buch Mormon, welches vielfach eben nicht nur religiöses Bekenntnis, sondern auch Rechtfertigungsversuch für die Kolonialisierung Amerikas und für die Ausbeutung der Dritten Welt ist. Die theoretische Ausformulierung des Rassismus mag uns heute fremd geworden sein und lächerlich erscheinen. Praktisch leben wir aber auch in der Überzeugung, dass die Dritte Welt uns zu dienen hat. Aber Gott hat das alles beobachtet, wie sich die beiden dagegen wehren und dass sie ihrem Vater nicht glauben und keinen Respekt vor Gott haben. Und das macht Gott so wütend, dass Gott zu Nephi spricht und sagt, die Nachfahren deiner Geschwister sollen deine Sklaven sein und ich werde dich in ein gelobtes Land führen, dich und deine Nachfahren. Und dieses gelobte Land wird dann später Amerika sein.
Der Sommer war feucht und so waren meine Tomaten gleich von mehreren Krankheiten befallen. Da waren das noch die schöneren Zeiten. Ja, wo wir schon bei den Schreckensmeldungen sind. Die Bild-Zeitung war in unseren Briefkästen. Ich habe hier so ein komisches Teil bekommen. Es lag heute bei mir vor der Haustür. Und ja, ich habe mich ein bisschen gewundert. Angeblich soll das ja für alle sein. 41 Stück. Haben wir nicht fast doppelt so viele Bewohner? Haben so viele Leute gesagt, nee, eine Freibild wollen wir nicht? Oder wie kam es dazu? Aber kommen wir wieder zu Problemen, die uns auch angehen. Hallo, gestern habe ich über Angela Merkel gesprochen, dass Angela Merkel wahrscheinlich über den Euro abstimmen möchte. Jetzt hat sich Klarheit in die Sache reingebracht. Es steht noch viel schlechter um den Euro und um die EU. Die neuen Pläne der EU sind nämlich verfassungswidrig und deswegen möchte Wolfgang Schäuble jetzt eine neue Verfassung in Deutschland zur Abstimmung stellen, damit wir eine EU-konforme Verfassung bekommen. Viele vergleichen ja unser Finanzsystem mit Monopoly. Das ist allerdings eine Täuschung. Wir spielen Mancomania. Das soll aber keiner wissen, denn wer zuerst die Million verjubelt hat, gewinnt. An dieser Stelle jetzt einmal meinen Dank an alle meine Hater, die mir immer wieder beweisen, dass ich mir völlig zu Unrecht Sorgen mache. Hallo, ich lasse meine Videos jetzt seit einem Jahr lang monetarisieren, nehme am Google AdSense Programm teil und jetzt ist es vielleicht an der Zeit, euch zu fragen, ob ich mich verändert habe. Okay, nein, ob ich mich verändert habe, ist keine Frage. Ob ihr denkt, dass ich mir treu geblieben bin oder ob ihr etwas von früher vermisst. Einfach, dass ich so ein bisschen Feedback bekomme. Es ist vielleicht einfach gut, wenn ich da mit euch ein bisschen in Kontakt bleibe. Also, wenn euch irgendetwas positiv oder negativ aufgefallen ist, schreibt es in die Kommentarbox. Ich lese mir das dann durch und in diesem Sinne hoffen wir, dass es so schön weitergeht, wie es angefangen hat und dass ihr weiterhin mit meinen Videos zufrieden seid. Hier vielleicht noch ein politisch überraschender Fund. Und diesen Standpunkt vertreten die Syndikalisten. Und ihrer Erfahrung nach ist man allerdings sehr verloren, wenn man sich vom Staat erhofft, dass er die Prinzipien des Stakeholder Values durchsetzt. Vielmehr scheint das Shareholder Value ein unantastbares Naturgesetz zu sein und darum sind die Syndikalisten dazu übergegangen, zu fordern, dass alle Stakeholder zu Shareholdern werden. Dieses Ziel können aber natürlich nur die Stakeholder von sich aus, von sich selbst heraus erreichen. Keine Überraschung dagegen, Mitt Romney wurde nicht gewählt, trotz oder gerade wegen dieses Wahlwerbespots. Hallo, ich bin Mitt Romney und ihr seid die Schwachköpfe, die mich wählen. Du kannst Politik für die Schwarzen machen, aber das ist nicht meine Politik. Du kannst Politik für die Schwulen machen, aber das ist nicht meine Politik. Ich mache lieber Politik für die Menschen. Ich mache Politik für die Menschen, die sich jeden Morgen das Gesicht waschen. Ich mache Politik für die Menschen,
die den ganzen Tag arbeiten, um ihre Kinder zu ernähren. Und ich mache Politik für die Menschen, die ihre Ehefrauen am Abend richtig behandeln. Darum dreht sich meine Politik. Ich bin kein Obama. Ich bin ein verdammter Mormon. Danke. Jetzt wählt mich. Die SPD zeigte uns ihr wahres Gesicht mit Per Steinbrück. Sigmar Gabriel fing an, sich für die Menschen zu interessieren. Und schwupps war er weg vom Fenster. Wir wollen wissen, was Sie bewegt. Bei mir ist es Kuchen. Was denken Sie? Kommen wir mit Kuchen durch die Energiewende? Schreiben Sie mir eine E-Mail. Oder besser noch, schicken Sie mir Torten. Nachdem der Versuch einer eigenen Sitcom scheiterte, wagte ich mich dann doch vor, Videos über Sitcoms zu machen, um eventuell etwas populärer zu werden. Es scheint mir gelungen zu sein. Hallo, ja. Devin Roth hat jetzt einen zweiten Kanal für Frasier aufgemacht. Und ja, ich wollte euch darüber noch einmal informieren. Leicht verspätet jetzt. Und ich wollte mich noch einmal dafür bedanken für die Erwähnung. Und ja, was wollte ich da noch sagen? Ja, natürlich, ich danke auch German Frasier. Posthum hoffentlich nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. So, und jetzt möchte ich gar nicht länger reden. Viel Spaß mit Frasier. Wir erinnerten uns an den Zweiten Weltkrieg und lernten den Frieden zu schätzen. October 1945. Jetzt sind wir schon 11 Tage hier im Lager, Châtelet-Léon. Es ist ein Barackenlager. 2.500 Lanzer sind hier. Die Verpflegung ist nicht viel, aber doch noch besser, als ich dachte. Ernst ist mit einem Kommando von 80 Mann fortgekommen. Ich habe ihn nicht mehr sprechen können. Jetzt bin ich allein. Ich werde mich keinem mehr so nahe anschließen. Die Nacht habe ich schlecht geschlafen. Die Knochen tun einem so weh, weil man auf der harten Erde liegt. Alle halbe Stunde muss man sich auf die andere Seite legen. Kalt war es auch, wenn ich doch nur einen Mantel hätte. Um 6:30 ging die Sirene. Aufstehen. Ich bin sehr froh, dass die Nacht um ist. Schnell wurde Kaffee geholt. 2 Becher habe ich getrunken. Dann geht auch schon die Sirene. Antreten zur Flaggenparade. Und Arbeitseinteilung. Alles muss raus sein, wenn die Trikolore gehisst wird. Nach der Flaggenhissung wird zur Arbeit eingeteilt. Ich habe mit einigen Kameraden Stacheldraht aufgewickelt. Wie war ich froh, als die Sirene mittags heult. Ich hatte solchen Hunger. Satt bin ich ja nie. Von abends bis mittags hat man nichts zu essen. Ja, wenn der Hunger nicht wäre, könnte man es aushalten. Abends gab es ein Viertel Brot und ein Liter Quark. Wie freue ich mich immer auf dieses Essen, das glaubt kein Mensch. Wenn man gegessen hat, wird es auch schon dunkel. Licht haben wir keines. Sobald es dunkel wird, müssen die Läden geschlossen werden und alles zum Schlafen liegen. Ich schätze auch unsere Meinungsfreiheit, so dass wir ganz unbefangen auch unseren Freunden sagen können, dass wir anderer Meinung sind, wovon ich in diesem Jahr ja auch regen Gebrauch gemacht habe. Aber so wollen unsere Grundrechte auch verstanden werden. Macht regen Gebrauch davon. Falls ihr Kritik nicht vertragen könnt, schaltet bitte einfach ab. Ja, der Markt ist eben flexibler als manche Ideologen. Der Markt, dem ist das egal, ob da jemand 25 Euro kriegt
oder 5 Euro. Für den Markt leistet er das Gleiche und der Markt wird dann auch dafür sorgen, dass diese 25 Euro nur so viel wert sind, wie die 5 Euro früher wert waren. Manche Leute machen sich einfach zu viel Sorgen, dass der Markt das nicht packt. Aber der Markt ist so flexibel und kann sich so gut anpassen, da macht ihr euch einfach an der falschen Stelle Sorgen. Aber am schlimmsten ist es mit dem Atmen. Es nervt mich, dass ich ständig atmen muss. Ich möchte mindestens einen Tag einmal nicht atmen müssen, um zu wissen, wie das ist, wenn man frei ist. Aber ich kann nicht mal eine Viertelstunde lang die Luft anhalten. Ständig wird meine Rede davon unterbrochen, dass ich einatmen muss. Das Schlimmste ist, dass die meisten von euch freiwillig mitmachen. Steht endlich auf und kämpft für eure Freiheit, damit ihr sagen könnt, dass ihr dem Unfug unterworfen seid. Lernt Zwang abzulehnen. Und nehmt euer Leben in eure Hand. Werdet frei. Das eigentliche Problem ist, was sich verändern muss, ist, dass sich der Wind im Grunde in der FDP wieder ein bisschen mehr dreht. Ja, ein bisschen was muss sich auch in der FDP ändern. Die FDP muss ein bisschen wieder anders werden. Ja, aber das geht nur, wenn wir Leute dort reinkriegen, die wirklich an die Sache glauben. Und wenn wir stattdessen alle diese Leute, die an die Sache glauben, abschieben zu der PDV, dann werden wir das nicht schaffen. Die PDV, ich sage es euch voraus, die PDV hat keine Chance, eine Regierung zu bilden. Egal, ob ihr mich nun hasst oder liebt. Ich hoffe, ich kann auch im kommenden Jahr eure Aufmerksamkeit gewinnen. Und so wünsche ich euch nun einen guten Rutsch ins neue Jahr.